ich finde das extrem wichtig, weil die, die schon im Rampenlicht stehen, die haben eh schon sehr viele Mittel, sehr viel Unterstützung in verschiedenster Weise. Das spüre ich jetzt auch selbst. Die Leute interessieren sich plötzlich für einen und das ist dann so viel leichter, Kontakte zu knüpfen. Insofern finde ich es eben ganz besonders wichtig, die zu unterstützen, die Potenzial haben, aber noch nicht dieses Netzwerk haben. Natürlich, ja, es ist ganz wichtig, dass man den Nachwuchs fördert, weil jeder fährt einmal junger, jeder hat einmal in meinem Fall Disken zum Zahlen oder Geräte zum Zahlen oder einmal auf Trainingslager. Muss man einmal fahren und dass man sich weiterentwickelt. Und ich glaube, da ist das Geld auf alle Fälle gut angelegt. Ja, also ich habe eigentlich als Kind schon Langlaufen gemacht, aber da habe ich eigentlich noch gar nicht so das Langlauf-Idol gehabt, sondern ich war Hermann Mayer-Fan beim Fernseher und habe da aber fest Daumen gedrückt. Keine Leute mit großem Namen, keine Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit eine Legende wären, aber ja, halt Hobbysportler, die ich bewundert habe dafür, wie sie ihre Zeit opfern, wie sie täglich halt trainieren gehen, trotz aller Hindernisse. Das ist schon extrem viel Arbeit und ich glaube, dass einer, der was das geschaffen hat, dass er sich wirklich gegen die ganze Welt durchsetzen kann, natürlich automatisch irgendwie eine Legende wird. Ja, ich glaube auch, dass der Charakter und das ganze Auftreten sehr dazu zählt und nicht nur der Erfolg selbst zählt, sondern auch, dass der Mensch dahinter ein guter Mensch ist und ich glaube, das ist nur viel wichtiger. Man muss kleine Schritte machen, man muss sich auf kleine Ziele konzentrieren und man darf dann auch nicht verzagen, wenn man es nicht gleich schafft. Also man muss einfach dranbleiben und sich langsam nach oben arbeiten. Harte Arbeit und Geduld vor allem. Ja, ich würde sagen, dass Spaß, dass man das macht, was man tut, dass man das gern tut. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und dass man wirklich konsequent und zielstrebig die Ziele verfolgt und dann hat man Erfolg. Wenn man sich die Leute durchliest, die da oben sind, ist glaube ich keiner, der es nicht verdient hat. Von dem her, wenn man die Ehre zuteil wird und da natürlich sich verewigen darf, ist das natürlich ganz was Besonderes. Ja, das wäre eine brutale Ehre, da verewigt zu werden. Und ich muss gebe mein Bestes, dass ich noch weitere Erfolge dazu komme. Durchhören und hart arbeiten. Es ist nicht mehr. Talent ist dann oft gar nicht so entscheidend.